Volkswagen, eine einst traditionsreiche deutsche Marke, steht vor dem Verschwinden vom deutschen Markt. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber ob es VW 2035 so noch gibt in Deutschland, ich mache da große, große berechtigte Fragezeichen. Inzwischen wird die Produktion in Deutschland nämlich eingestellt bzw. stark reduziert, angeblich wegen Sparzwängen und fehlender Nachfrage, dass die Probleme von Volkswagen hausgemachter Natur sind und das größte Problem Stefan Weil aus Niedersachsen ist, darüber möchte natürlich niemand sprechen. Deswegen machen wir das heute hier stellvertretend für das Land Niedersachsen und für Volkswagen und für die ganzen antifaschistischen Gewerkschaften, die sonst nichts Besseres zu tun haben als Busfahrten zu Parteitagen der AfD zu organisieren. Stattdessen gehen sie jetzt alle in Kurzarbeit. Jawohl, herzlich willkommen nochmal bei Politik mit Kopf. Sie sind wirklich da oben. Sie sind Wahnsinnige in Amt und Würden. Sie verstehen nicht, dass sie einfach abgewirtschaftet haben. Ja, Volkswagen, ein Konzern mit über 200.000 Mitarbeitern weltweit, kommt jetzt in die Bredouille, ja, angeblich, weil die Leute nicht mehr so viele Autos kaufen. Und da muss man mal sagen, nein, wenn wir uns den globalen Pkw-Markt anschauen, dann ist es nicht so, dass weniger Pkws verkauft werden als letztes Jahr, sondern VW verliert Marktanteile. Das ist was ganz anderes. Sie wollen uns hier erzählen, es werden in Summe weniger Autos verkauft. Nein, bei den Deutschen werden weniger Autos verkauft. Die Chinesen verkaufen mehr, die Japaner verkaufen mehr und so weiter und so fort. Die Zahlen sind weiterhin auf hohem Niveau. Und Volkswagen möchte natürlich nicht ansprechen, was ihr Problem ist. Das Problem von Volkswagen, man muss sich mal überlegen, von 200.000 Mitarbeitern sitzen 120.000 in Deutschland und davon ungefähr 40.000 in der Verwaltung. Das heißt, jeder dritte Mitarbeiter ist nicht produktiv, sondern ist unproduktiv, weil er Papierstapel von A nach B trägt, ja? Oder irgendwelche Excel-Dateien von Computer A zu Computer B schickt. Mehr machen sie nicht. Das ist der Wahnsinn. Und dann bauen sie Autos mit 80% Teilen aus Fernost und schreiben dann drauf Made in Wolfsburg. Dabei ist es einfach nur noch Plastikmüll, der für ein Schweinegeld verkauft wird. Es ist unfassbar, was sie für Preise dran schreiben, für die schlechte Qualität, die heute abgeliefert wird. Man muss sich nur mal die ganzen Rückrufaktionen anschauen und es ist phänomenal. Das Einzige, was noch etwas läuft bei Volkswagen, das sind dann wirklich die Porsche. Aber auch da, sie haben sich von der EU-Regulierung zwei Automodelle wegnehmen lassen, die Butter- und Brotmodelle waren. VW T6 wird aufgrund einer EU-Regulierung einfach nicht mehr gebaut. Porsche Macan, das beste Modell weltweit, wird einfach nicht mehr gebaut und eine Neuauflage, die ist ausgeblieben. Worum geht es bei dieser EU-Richtlinie? Nun, man hat Sicherheitskriterien festgelegt für Software im Auto, also für das ganze Elektronische da drin, dass es nicht so leicht zu hacken ist. Und da sagt VW, es ist uns Jacke wie Hose, sollen unsere Kunden gehackt werden. Wir verbessern nicht unsere IT-Systeme, denn IT-Systeme kann VW sowieso nicht. CARIAD, die Software-Tochter, ein völliger Schuss in den Ofen. Jetzt ist man zu XPeng gerannt, einem chinesischen Konkurrenten, und versucht sich hier irgendwie seine Software-Probleme lösen zu lassen. Und VW hat immer gelacht und auf Tesla mit dem Finger gezeigt und gesagt, ihr seid Wahnsinnige. Und jetzt steht Tesla da und sagt, ihr seid Wahnsinnige. Man muss mal überlegen, in einem Tesla gibt es ein Steuergerät. Ein Steuergerät für alles. Wenn es kaputt ist, ziemlich teuer. Und in dem neuen VW ID.3 gibt es 79 Steuergeräte. Und dann wundern Sie sich, warum Sie die Autos auch nicht kostengünstig bauen können. Mal unabhängig davon, ob die Autos jetzt einem gefallen, optisch oder nicht. Ich finde es teilweise richtige Katastrophe, richtige Frechheit, was sie uns hier andrehen wollen als modernes Auto. Die Folge des Ganzen ist jetzt, VW senkt die Kapazitäten in Deutschland um 25%. Und das ist schon bezeichnend, denn die Hauptkapazitäten von VW, die stehen in Deutschland. Und hier macht man jetzt einfach mal 25% der Kapazitäten an den Bändern dicht. Aber VW weiß auch, wie Sie sagen hier, es steht noch eine schwierige Zeit bevor. Gegenwind kommt aus China und von der Elektroautoseite. Das Problem, der neue Macan, der ausschließlich jetzt in Elektro verkauft werden darf, ist in dem neuen Umfeld der Elektroautos ziemlich schwach angekommen bei Markteinführung. Ja?
VW will bei der Batterieproduktion jetzt auch sparen für die E-Autos. Und wie sagte VW-Chef Blume intern, Nachfragen muss man an Gegebenheiten anpassen oder die Gegebenheiten an die Nachfragen. Wir erinnern uns an die Aussage, dass der Dachstuhl bei VW wirklich brennt. Und bei VW, da brennt noch mehr, ihr dürft nicht vergessen, Stefan Weil, Ministerpräsident aus Niedersachsen, sitzt mit seinem Land mit 20% in der VW-Gesellschaft. Und da ist das Problem. Er hat eine Sperrminorität. Sobald es darum geht, mal 5000 Leute zu entlassen, kommen sie direkt gerannt, die Verräter von der Sozialdemokratischen Partei, und meinen hier irgendwas zu wollen, Leute. Nein, nein. Ja, 53% gehören der Porsche Holding SE und 17% gehören inzwischen Katar. Ja, Katar gehört 17% von VW. Aber wir kennen das ja. Mercedes gehört ja inzwischen auch schon zu großen Teilen den Chinesen. Und der Niedergang der deutschen Automobilindustrie. Wir können es live erleben, Tag für Tag. Und sie merken es nicht. Sie merken es absolut nicht, ja? Wie kann denn VW hingehen und sich von dieser EU-Regulierung den Macan und den T6 nehmen lassen? Völliger Geisteswahnsinn. Das sind die Butter- und Brotmodelle gewesen, wie früher der Passat. Die hätte man einfach weiterbauen müssen, die EU verklagen müssen für diese neue Richtlinie, die dann auch die Zulassung von bereits zugelassenen Baureihen wieder unmöglich macht. Der völlige Wahnsinn, den sie da machen. Aber sie wollen ja jetzt auch 8 Millionen Dieselautos stilllegen lassen. Nicht durch die Kommission, nein, durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Unser Verkehrsminister Herr Wissing, der hat den Braten schon gerochen und hätte gerne eine Gesetzesänderung in Brüssel, dass der Europäische Gerichtshof keine rückwirkende Zulassungsentziehung für Fahrzeuge machen kann. Aktuell ist das nämlich geltende Rechtslage, dass der Europäische Gerichtshof einfach Zulassungen, die schon erteilt wurden in der Vergangenheit, wieder zurücknehmen kann. Völliger Geisteswahnsinn, und Sie werden es in Wolfsburg nicht merken. Das wird ein völliges Fiasko. Wir können dabei zuschauen, wie sich der einst Vorzeige-Autokonzern hier wirklich zerlegt. Er wird sich so massiv zerlegen, weil Sie das Problem Ihres überbordenden Wasserkopfes in der Verwaltung niemals loswerden können. Sie können sich nicht ihren eigenen Kopf von der Schlange abschlagen, denn die Schlange, sie sitzt voller Gewerkschaftler und Parteimitglieder, und dann schreien sie immer sozialverträgliche Kündigungen nur mit Altersteilzeit und Transfergesellschaft. Und da muss man mal sagen, wenn man gegen eine weltweite Konkurrenz antritt, die dann wie in den USA einfach Hire and Fire betreibt und dann mal 15.000 Mitarbeiter rausschmeißt, und das geht hier nicht, Leute, ihr werdet so untergehen. Aber ihr werdet dann alle gemeinsam untergehen. Im kollektiven Wahnsinn mit Bürgergeld gehen sie dann alle gleich in den Abgrund. Und dann können sie VW auch einfach abreißen in Wolfsburg. Oder sie reißen gleich ganz Wolfsburg ab. Oder es wird dann am Ende einfach ein Touristengebiet für Chinesen, die mal sehen wollen, wie früher die Käfer gebaut wurden in Deutschland. Also, sie merken es vor allem nicht bei VW. Sie merken absolut gar nichts. Die Butter- und Brotmodelle lassen sie sich rausnehmen. Neue günstige Modelle gibt es nicht. Den VW Up haben sie eingestellt. Also den gab es ja auch als Elektro, ein beliebtes Auto. Völliger Wahnsinn. Ein kleiner Polo kostet 25.000 Euro. 50.000 Mark. Da frage ich mich, Leute, für was? Für 4 Räder mit dem kleinen komischen Motor da in der Mitte? Ist ja alles nur noch Witz. Alles nur noch Ecotec, Ecotrek, Ökotrek, ja? Hinten kommt nichts raus, vorwärts fährt er auch kaum. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, ja? Ah, waren die Autos früher schön. Naja, wie siehst du das Ganze hier? Ich wette, es gibt ja auch Leute, die schauen zu, die arbeiten bei VW. Schreibt mir bitte, ob ich untertreibe oder übertreibe. Ich glaube, ich untertreibe. Es brennt wirklich die Hütte bei VW, aber sie können es nicht, denn sie haben viel zu viel Verwaltungspersonal, das alles dann gekündigt werden müsste mit Fristen, mit Abfindungen, und dazu ist noch nicht mal der Wille vorhanden. Der Wille! Das Geld ist ja vielleicht noch da. Ich bin gespannt, wie lange wir noch zuschauen können, bis es VW nicht mehr geben wird. Der Konzern, er muss zerschlagen werden, die Marken müssen wieder aufgespalten werden. Jetzt verkaufen sie ihre MEB-Plattform, also ihren modularen Querbaukasten für die Elektrobaureihe, verkaufen sie jetzt an Ford. Ja, also das Chassis von Volkswagen hat jetzt Ford gekauft und baut darauf seine Autos. Also VW würde immer noch Geld verdienen, wenn sie kein Auto produzieren, weil sie ihre Plattform an Ford verkauft haben. Heißt im Umkehrschluss,
Ein Fehler in der VW-Plattform führt dann gleich dazu, dass die Fehler in allen Ford-Fahrzeugen auch vorhanden sind. Aber das kennen wir mit dem Ford fort und mit der Bahn zurück. Wobei das mit der Bahn zurück in diesem Lande auch nicht mehr zu funktionieren scheint. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram. Wenn du bei VW arbeitest, schreib mir unbedingt einen Kommentar. Wenn ihr mehr Informationen habt zu allen anderen Themen, meldet euch gerne per E-Mail bei mir. Auch gerne, wenn es Insider-Informationen sind. Und die werden selbstverständlich auch vertraulich behandelt, wenn es nötig ist. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.